geschafft. So, okay. Na also, wie kommt's? So. Das ist doch Asbo. Appenbach, ja. So, leg's wieder hin. Halt, jetzt kann ich ja das. Jetzt kann ich ja die Nachricht löschen, ne? Die Idee ist gut, aber Argus würde mich hören. Jetzt ehrlich? Aber das hört er nicht, ist klar, ne? Jetzt kann ich ja das machen, was ich gerade machen wollte, oder? Ich fühle, wie mir eine Idee kommt. Okay, ah, okay. Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Nicht der beste all meiner Pläne, aber es wird schon werden. Das kann aber nicht sein, was ich jetzt gemacht habe. Ich fühle, wie mir eine Idee kommt. Ich weiß doch auch nicht. Ich glaube, ich lasse es jetzt einfach mal so. Wie es ist. Hallo, ich möchte... Ja. Die Data. Wenn ich es jetzt abspiele... Halt. So, wenn ich es jetzt abspiele... Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Wie er lachen kann. So, rein. Hin an den Schreibtisch. Und jetzt lege ich ihm das Ding wieder hin. So, viel Spaß. Die Dach. Himmel. Nun so, bin jetzt ich aber mal Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Verflixt. Ich wusste doch, dass eine 7 darin vorkam. Ja, und jetzt? Was mache ich jetzt? Der wird sein blaues Wunder erleben. Kommt alles in Ordnung, Herr Amtmann? Hört sich das so an, als sei alles in Ordnung, Oppenbot? Schalten Sie unverzüglich diesen verdammten Alarm auf. Aber Sie sind sich schon sicher. Oppenbot. Ist schon gut. Ich raff's nicht. Welcher Knopf war gleich der für... Der hier? Nein. Auch nicht. Ich verstehe es jetzt nicht. Was soll ich denn jetzt tun? Wie konnte es denn zu dem Malheur kommen, wenn ich fragen darf? Tja, wenn ich das wüsste. Ich bin mir sicher, dass ich den Code vom Diktiergerät ordnungsgemäß eingegeben habe. Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Verflixt! Ich wusste doch, dass eine 7 darin vorkam. Was? Jetzt wiederholt sich das alles wieder, oder was? Och Mann, ist das nervig. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Nimm das Diktiergerät. Ich fühle wie mir. Okay, Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Das könnte gut werden. Ich muss es mal probieren. Ich weiß es nicht genau. Ah, okay, ja. Na, also, wie ich... So. Wenn Sie mich jetzt nicht mehr brauchen... Ja, verschwinden Sie! Weggetreten! Okay, und jetzt? Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Oh, das wäre ja nicht das erste Mal. Am besten schaue ich sofort nach. Okay.
Oha. Ach du Heilige. Oh Gott. Und jetzt? Das muss Cletus sein. Wie schafft er es nur immer wieder, sich zu befreien? Ja, und jetzt? Was machen wir jetzt? Nicht so lange Argus da rumsucht. Ja, und was soll ich dann tun? Ich habe ja jetzt keine Möglichkeit, richtig abzulenken. Und machen kann ich jetzt auch nichts. Freunde. Hä, wir sitzen jetzt voll in der Zwickmühle. Ich kann nur rein oder raus. Okay, das müssen wir ja auch erstmal. Das musst du ja auch erstmal sehen. Also, wie war das jetzt gleich? I-M-N... Nee, Moment. Oh, verdammte Kiste! Oh Gott, als Lampenschirm. Bei diesem Lärm kann doch kein Mensch arbeiten. Appenbot! Das gibt's nicht. Wieso wurde schon wieder dieser jämmerliche Alarm ausgelöst? Ich weiß es nicht, Herr Amtmann. Worauf warten Sie denn noch? Schalten Sie ihn aus! Okay. So, jetzt aber. Wie war das nochmal? Ach ja, Goals Geburtstag. 4, 4, 7, 3. Nein, warte. Nicht Goals Geburtstag. Ach ja, das war ja auch nicht Goals Geburtstag. Zum Glück konnte ich mir den noch nie merken. So, einwandfrei. Na endlich, Datasette. Die Aufstiegscodes. Endlich. Und tschüss. Ja, viel Spaß, ihr beiden. Ihr drei. Schau, da ist noch ein Rebell. Los, schnapp ihn dir. Oh oh. Wo ist er hin? Wo ist wer hin? Hier ist eben ein Eindringling reingelaufen. Moment mal, da kauert doch jemand. Hey, du, komm sofort da raus. Jetzt halt oder muss ich dir Beine machen? Ja, mach ihm mal Beine, bitte. Rauskommen, habe ich gesagt. Oh Gott, jetzt sind es 3 Stück. Ja, leck mich doch am Arsch. Da weißt du ja später gar nicht mehr, wer ist. Herr Amtmann, sind Sie das? Natürlich bin ich das. Wer denn sonst? Sehen Sie zu, Mann. Ihr Kollege braucht Hilfe mit diesem Eindringling. Jawohl, Herr Amtmann. Es wird kaum kompliziert. Es wird auch kaum absurd. Aber na gut. So, die Zeit ist abgelaufen. Das war's dann wohl, Rufus. Einen Moment noch. Die anderen beiden. Was zum... Ach nee, was für ein Zufall. Aua. Komm ich ungelegen? Ganz im Gegenteil. Wir waren gerade dabei, die Kanone auszurichten, um Elysium ein für alle Mal vom Himmel zu pusten. Bitte was? Hast du das vermasselt? Au quattro, alter Ego. Ich habe ihm erklärt, dass das nicht nötig ist. Weil du Goal retten kannst, nicht wahr? So gut wie erledigt. Nur zu. Ich bin mir sicher, das wird eine ganz große Nummer. Und ob es die wird, schaut genau hin. Dann, oh oh. Ach du Scheiße. Aber... Verbrennt ihre Zöpfe! Sägt ihnen die Beine kurz! Nein! Nein, das kann nicht sein! Das ist Donner! Ich sehe, dass es Donner ist! Wo ist Goal? Keine Ahnung! Und warum hatte Donner Goals Haarfarbe? Hermes! Bravo! Das war noch lustiger, als ich gehofft hatte. Aber genug gelacht. Wir haben ein Paradies vom Himmel zu schießen. Doc? Nein, stopp! Es ist zu spät, Rufus. Ich hab dir deine Chance gegeben. Und du hast es wieder vermasselt. Na los, Doc,
Richte die Kanone aus. Es tut mir leid, Rufus. Wir haben keine Wahl. Keiner von uns will sterben. Aber genug jetzt. Öffnet das Kanonentor. Ihr Dreckigen. Gut so. Ist die Munitionskammer geschlossen? Wupsi. Das wäre ja fast schiefgegangen, was? Stopp, stopp! Das könnt ihr doch nicht machen! Ist denn hier wirklich niemand auf meiner Seite? Was schaust du mich so an? Warum sollten sie? Du hast uns ja bereits beeindruckend bewiesen, dass es keine andere Chance mehr gibt. Natürlich gibt es die. Der dritte Rufus kann es immer noch schaffen. Der dritte Rufus wird es schaffen. Mit der Datasette. Los geht's. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber dann tun wir ja die ganzen Organons da hoch verfrachten. Ich weiß doch auch nicht. Na klar. Nun mal langsam! Willst du wirklich ohne Goal verduften? Goal ist in Sicherheit. Du bist nicht auf dem Laufenden. Bring das Mädchen rein! Das gibt's nicht. Goal! Du bist wieder die Alte. Aber wie kommst du hierher? Wo ist der andere Rufus? Ich verstehe kein Wort. Was meinst du denn damit? Ist doch egal, was schon wieder in deinem verschrobenen Hirn vor sich geht. Goal war niemals tot. Es gab tatsächlich einen Unfall mit einem defekten Verhörroboter. Aber natürlich konnten wir sie retten. Den Roboter warfen wir von Bord. Und diese andere Frau, diese Donna. Aber Hermes. Und da wir das nun glücklich geklärt haben, rückt die Aufstiegscodes raus. Oder ich lasse deine Freundin tatsächlich vom Turm werfen. Das ist doch Unsinn. Ihre Leiche wurde mit mir vom Kreuzer geworfen. Du leidest offenbar unter Wahnvorstellungen. Ganz bald! Jetzt hört mir doch zu. Ich weiß, dass der dritte Rufus noch da draußen ist. Na und? Er kann alles wieder in Ordnung bringen. Das sagst du immer. Aber du hast noch nie etwas in Ordnung gebracht. Sieh es endlich ein. Er wird auch versagen. Genau wie du. Entschuldige dich bei uns. Und dann können wir endlich weitermachen. Wie jetzt entschuldigen? Ja, ich, Wofür denn entschuldigen? Weißt du das wirklich nicht? Merkst du am Ende gar nicht, was du deinen Freunden antust? Immer und immer wieder? Ist das jetzt wirklich nötig? Ich denke, wir haben Wichtigeres zu tun. Nein, nein, er muss das lernen. Also Rufus, wir warten. Okay, eigentlich ja das. Dann warten wir eben. Der dritte Rufus kann es immer noch schaffen. Und wenn er es geschafft hat, werdet ihr euch bei mir entschuldigen. So. Du Verdammter! Ziegel, was soll denn das? Das geht entschieden zu weit. Legen Sie die Waffe weg. Ja, das könnte ihm so passen. Aber ich habe es endgültig satt, mir von dieser Pestbeule auf der Nase rumtanzen zu lassen. Ich will jetzt eine Entschuldigung hören. Laut und deutlich. Wird's bald? Okay. Theoretisch sollten wir es machen. Wir haben noch Klone. Dann erschieß mich doch. Dann werden alle sehen, wer hier das Arschloch ist. Du stirbst lieber, als es zuzugeben, was? Aber das könnte dir so passen. Na los, entschuldige dich! Niemals. Das war alles seine Schuld. Was? Stimmt doch gar nicht. Er ist schuld. Du bist dreimal mehr schuld, ohne Rückfahrkarte. Ey, das gilt nicht. Wohl. Ruhe! Entschuldigt euch gefälligst. Ist das und geil. Zwar beide. Sonst rutscht mir gleich der Finger ab. Er hat sie doch nicht alle. Warum tut ihr nichts? Was sollen wir denn tun? Er hat eine Waffe. Komm schon, Rufus. Entschuldige dich doch einfach. Dann hat dieser Spuk endlich ein Ende. Ist ja schon gut. Ich kenne dich nicht. Ich entschuldige mich. Was? Wieso das denn? Vertrau mir. Wir sollten uns entschuldigen. Hast du was im Auge? Ich verliere langsam die Geduld mit euch beiden. Wieso denn mit mir? Das ist alles seine Schuld. Er hat Goal auf dem Gewissen. Ja, ja, und nicht nur das. Er hat gestohlen, was das Zeug hält. Nicht doch. Es ist gerade so spannend. Er hat Katzen unter Drogen gerade so gesetzt. Spannend. Er hat das Schmelzen der Polkappen verursacht. Er hat Tonis Goldfisch ertränkt. Hey, Finger weg! Genau das meine ich. Ständig macht er Ärger.
Er hat Babydelfine zu Thunfisch verarbeitet. Uhu, bitte kommen. Hat gestohlen, was das Zeug nichts hält. Auf dieser Frequenz. Er hat sie doch nicht verwüstet. Alle. Warum tut er nichts? Er hat sie doch nicht gedemütigt. Was soll ich ihn jetzt tun? Er hat halb Kuwak verwüstet. Er hat sie doch nicht alle. Komm schon, Ruf. Entschuldigung. Er hat Katzen unter Drogen gesetzt. Hey, was soll ich ihn jetzt tun? Er hat halb Kuwak verwüstet. Er hat Wenzel gedemütigt. Hey, es tut mir leid. Tut es dir nicht. Er hat das Schmelzen der Polkappen verursacht. Was? Es ist gerade... Er hat Babydelfine was soll zu das Thunfisch denn jetzt? Verarbeitet. Hey, es tut mir leid. Tut es dir nicht. Was soll ich denn jetzt? Er hat Babydelfine zu Thunfisch verarbeitet. Er hat halb Kuwak verwüstet. Das Buch zugeschlagen, es bleibt noch zu sagen. Irgendjemand noch Fragen? Na, dann eben nicht. Doch wenn du dich allein fühlst und du an dir zweifelst, dann habe ich hier einen Vorschlag für dich. Greif zur Mundharmonika, sing von Deponia, von Rufus und Cole und dem Leben im Dreck und vom Umstand, dass man wohl manchmal die Welt nur retten kann, wenn man loslässt. Und wenn es so ist, ja, dann bin ich mal weg. Osa, er ist dann mal weg.